Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, heute machen wir mal wieder ein Let's Play, denn ich habe mir ja die Frage gestellt, wann ist man eigentlich in diesem Spiel angekommen? Haben wir eigentlich ein bisschen mehr Mucke hier mal? Ja, ein bisschen mehr Mucke haben wir mal. Wann ist man eigentlich in diesem Spiel hier angekommen? Also letztendlich ist man, glaube ich, angekommen, wenn man Rathaus Level 7 ist, oder? Sind wir mal ehrlich, Leute, Rathaus Level 7, ihr seht schon bei mir in der Armee. Da hat man Drachen. Da hat man Drachen. Das ist so ein Meilenstein hier in Clash of Clans, finde ich, weil es eine unheimlich starke Truppe ist bis zum Ende des Spiels. Also, ich will nicht sagen bis zum Ende des Spiels, sondern quasi auch bis in den Endcontent hinein. Und deswegen glaube ich, ist das schon so ein kleiner Meilenstein hier mit Rathaus Level 7 beginnend, dass man die Drachen bekommt. Aber man bekommt natürlich auch den ersten Helden. Ich habe jetzt endlich die 5000 Dunkles zusammen für den, ich wollte gerade sagen, für den Typen, für den King hier. Denn auch der ist, ja, den holen wir uns hier erstmal raus, denn ich habe einen Bauarbeiter frei und das Spiel setzt ihn auch genau in die Lücke, die ich dafür vorgesehen hatte in meiner Base. Also nehmen wir den und haben jetzt schon mal einen King. Der ist natürlich erst Level 1, also der ist jetzt nicht im Boost. Das darf man, das muss man natürlich verstehen, der ist jetzt nicht im Boost. Nur weil das ganze Dorf im Moment noch geboostet ist und für einen Tag oder sowas. Und durch das Update auf Rathaus Level 7. Aber was kann man noch machen? Man kann immer noch nicht hier shoppen gehen, weil dafür müssen wir immer noch 8 werden. Ihr wisst, das ist nach wie vor für mich eine unverständliche Sache. Und ich kann aber, ihr seht das schon, ich kann so ein paar Medaillen ausgeben. Ich habe 5000, nee, ich habe 1527, ja. Wir sind hier zwar verhaftet, in dem Clan hier, ne, so Jungs und Mädels, dass wir nochmals klarstellen, es ist nicht erlaubt, den Clan zu verlassen und in einen anderen Clan zu raiden. Ich meine, wenn wir hier selber nicht raiden können, warum sollen wir ihn dann nicht verlassen, um uns selber damit einen Gefallen zu tun, damit wir auch anständig weiterkommen. Mit anständig weiterkommen, da kommt es eigentlich dann auch nochmal, ich will nicht sagen ganz dicke, aber der Clan hier ist jetzt schon einen Monat alt, Leute. Der Clan ist einen Monat alt, okay. Ah ja, okay. Discover die New Troops, also unlock den Drachen in der Baracke, gibt 20 Gems. Danach gibt es keine Gems mehr für das Anlocken von der Queen oder das Anlocken vom Drachenreiter oder das Anlocken vom Grand Warden. Ja, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Also hier hört diese Errungenschaft irgendwann auf. Relativ früh, wie ich finde. Eigentlich relativ schade, aber nehmen wir mal mit die 20. Was ich aber damit meine, ist, dass wir hier erst einen Clankrieg gespielt haben, glaube ich. Ich guck mal gerade. Oder zwei. Ne, wir haben schon einen gespielt. Ne, zwei gespielt und einen gewonnen davon. Ja, stimmt gar nicht. Drei haben wir sogar schon gespielt. Mit jeweils einem Sieg und dem Unentschieden da unten. Allerdings kamen da auch noch nicht so viele Punkte zusammen. Ihr seht das, sodass wir immer noch Clan Level 1 sind hier. Also meine Analyse ist letztendlich, das liegt einfach daran, dass man hier nur mit den oberen die Clankriege spielt. Und die oberen Accounts hier, das sind alles Scheiß-Accounts, sind alles Scheiß-Accounts. Ich nehm das Wort sogar voll so in den Mund, weil das sind alles Rusher und damit findest du keine Klarkriege. Wenn du hier unten eigentlich so ab 10, 11, so, da fangen die recht normalen an. Ich will nicht sagen wirklich normal. Ja, aber streng genommen sind die unteren alle ein bisschen besser ausgebaut. Es gibt halt die so ein bisschen schneller ihr Dorf leveln und jetzt sogar noch schneller ihr Dorf leveln. Ja, denn das hört ja auch gar nicht auf, dieses Schnellleveln. Wer Rathaus Level 13 ist, der sagt, ja, ich gehe jetzt auf Rathaus Level 14 hier mit meiner Supertruppe, weil ich will die Pets haben. Ja, ich will die Pets haben. Und wenn das dann noch nicht reicht, ja, 14 reicht mir immer noch nicht, ich will mehr Pets haben. Naja, irgendwann hört es dann aber auch auf mit dem Petzen, glaube ich. Aber das geht ja sogar noch hier. Das ist ja sogar noch fast in Ordnung. Und das ist der Spendenaccount, glaube ich, von dem Heino. Aber der Heino hat ja auch noch irgend so ein FTP. Und da hört es dann irgendwann auf, ne? Da hört es dann irgendwann auf mit Level 9 Drachen. Ich meine, ich freue mich, dass meine Drachen jetzt gerade schon so hoch sind. Aber auch die Bases hier. Und dann spielt man nur mit denen da oben die Clankriege hier. Und wir hier unten gucken jetzt schon seit einem Monat in die Röhre. Also der Monat ist fast vorbei. Und er hat immerhin schon Level 9. Ja, immerhin hat er schon Level 9 Armeelager. Das ist ja schon toll. Ne? 220 Truppen, die habe ich nächste Woche auch oder in 2 Wochen.
und spiele genauso lange wie er. Allerdings, ihr seht das, ich bin immer noch der, ich nenne es mal so, eher der Durchmixer hier, weil es einfach, ich finde, in den unteren Regionen macht das einfach mehr Spaß, wenn du ruhig ein bisschen mehr ausbaust, weil es hilft später nicht. Du musst sowieso die vor allen Dingen die Storages musst du hier hoch haben, also die Lager in jedem Fall, sonst kannst du dir später nichts leisten und kannst auch nichts nachbauen oder überhaupt aufbauen. Da geht's ja hin, ne? Wenn ich hier in den Shop gucke, was die Sachen später so kosten, die ich hier im weiteren Verlauf mit reinnehme, dann muss man da schon ganz gut was für hinlassen an Gold und Elex. Ne, ihr seht das Scattershot, 11 Millionen, der geht natürlich nicht in Lager rein, wo nur 4 Millionen reinpassen. Ganz klar, ja, ansonsten kannst du natürlich irgendwie überbuchen, wenn du Pass spielst und kriegst ganz, ganz viel in dein Lager einmal rein, aber das ist auch ganz, ganz schnell wieder raus. Hier unten 14 Millionen Gold, das ist ja schon Wort zum Sonntag und richtig schwierig wird es dann erst, wenn man dann auf Rathaus Level 16 ist und will hier auch Fusionen machen. Dafür muss man dann sowieso die dementsprechende Defense auf den höchsten Level haben. Also ist das Ganze, glaube ich, bringt nichts und dieses Projekt hier macht mich immer fraglicher oder ich frage mich, was ist eigentlich der Sinn und Zweck dieses Ganzen. Ich hätte auch irgendwo ohne Clan leveln können. Klar, hätte ich natürlich nicht spenden können. Ich hätte nicht so toll ausbauen können. Ja, so toll ausbauen hätte ich schon können, aber du kannst halt dann nicht selber irgendwo was spenden und empfängst auch keine Spenden. Das ist dann auch ein bisschen doof. Spielst dann auch keinen Clankrieg, wenn du nicht in irgendeinem Clan bist, klar. Ja, und sind aber hier immer noch, ja, wir kriegen halt die Punkte nicht zusammen. Wenn die Clanspiele hier fertig sind, Leute, kriegen wir die Punkte zusammen, dann sind wir Clan Level 2 und können hier auch Clanstadt spielen, aber dennoch, dass man hier dann keinen rauslassen will und hier gehen trotzdem Leute rein und raus und es kontrolliert auch keiner, ja. Wer hier rein und raus geht und was dann letztendlich gemacht wird, das muss man ja auch noch dazu sagen. Und hier löscht auch keiner Spiele. Was müssen wir hier machen? Wir müssen ein Rathaus Level 6, okay. Rathaus Level 6, das könnten wir eigentlich machen, so zwei Stück, drei Sterne. Das machen wir mal. Und ja, aber wie gesagt, eigentlich ist man angekommen hier im Spiel mit Rathaus Level 7, wenn man Drachen hat. Ich habe jetzt die Drachen, ich habe jetzt auch ein paar ausgebildet und ich habe auch ein bisschen schon in den Pass hier reingespielt. Ich werde diesem Account hier auch den Goldpass verpassen. Das ganze Projekt heißt ja Free-to-Play plus Goldpass. Allerdings weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt noch in diesem Monat mache oder ob ich jetzt noch die 7 Tage abwarte oder aber ich mache den Pass hier relativ gut voll und gönne mir den Pass dann am Ende. Denn wenn ich mir den Pass am Ende gönne, kann ich mir natürlich alles hier rausholen, was natürlich vieles macht dann keinen Sinn mehr, weil ich dann zwar hier in den Perks ein bisschen weiter bin, kann aber gar nicht weiter spielen, weil der Monat dann schon vorbei ist. Ihr wisst, was ich meine. Ich würde dann letztendlich ein bisschen Kapazität verwerfen. Also ich würde es nicht mehr nutzen wollen, sondern würde dann nur die Rewards rauskriegen. Und viele Sachen sind hier natürlich im Pass mit Boost. Okay, es gibt natürlich die Runen hier, aber hier größere Bank im Nachtdorf und so weiter. Und gar nicht mal so viel Items hier oben in dem Goldpass, sondern vieles, was mit dem Dorf rundherum zu tun hat. Also ich kann schneller, höher, weiter und kriege natürlich auch coole Runen hier, kriege coole Bücher. Wenn ich mir das alles am Ende hole, dann verschwende ich eigentlich Zeit. Deswegen würde ich fast sagen, ich nehme erst in 7 Tagen 19 Stunden den ersten Pass zu mir und spiele den ersten Pass noch Free-to-Play. Ich weiß sowieso nicht, wohin mit dem ganzen Zeug, weil so schnell kann ich hier auch nicht Level. Aber wir gehen mal rein in die Suche. Ich brauche viel Elex, Leute. Ich brauche viel Elex und wir brauchen ein Rathaus Level 6. Woran erkennt man Rathaus Level 6? Die haben erst 2 Luftabwehren und er hat aber auch einen Feger, okay. Obwohl, ich hatte gerade gesagt, wir brauchen viel Elex, weil ich will die Drachen natürlich weiter leveln. Im Moment sind sie natürlich auf 2 hier, weil ich noch den Boost habe. Aber schön wäre, wenn das Clanspiel klingen würde, mache ein Rathaus Level 6 oder höher. Weil ich muss jetzt wirklich exakt gucken, was ist denn ein 6er und nicht, dass ich einen 5er erwische oder gar einen 7er mit meinem Drachen oder gar einen 8er. Das hier könnte ein 5er noch sein. Da muss man wirklich genau hingucken, weil hier stehen keine Zahlen dran. Da stehen nie Zahlen dran. Was ist eigentlich 6, was ist 5? Nicht, dass ich jetzt einen 5er mache und ich verpasse dann die 6er und verpasse das Clanspiel, obwohl das geht 8 Stunden. Das könnte ein Rathaus Level 6 sein. Ich glaube, das ist ein Rathaus Level 6.
Oder ist das schon ein 7er? 1, 2, 3. Ich gucke jetzt mal. Ich guck noch mal selber bei mir. Okay, der hat unten drei Dinger und hat oben schon so eine kleine Platte drauf. Das ist also ein 7er. Und hat unten schon eine kleine Platte drauf. Und kann man irgendwo sehen, wie das 6er Rathaus aussah? Warte mal. Das kann man ja eigentlich sehen, ne? Ja, hier sieht man's. Okay, das hat diese Platte da oben nicht drauf, hat aber auch diese drei Balken an der Seite. Die drei Balken sind auch hier nach wie vor so geblieben. An der Seite, da wo das Gestrüpp hochwächst, aber dafür ist diese kleine Platte oben drauf gekommen. Okay, die Platte wird dann ja bei Rathaus Level 8 größer. Für mich eins der schrecklichsten Rathäuser. Rathaus Level 8 mit dieser Hubschrauberlandeplatte. Ich finde es wirklich erschreckend. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so schrecklich findet wie ich. Das ist schon ein 7er hier. Also ganz klar zu erkennen. Also muss man schon ein bisschen genauer hingucken. Das ist ein 6er, aber viel zu wenig Ressourcen. Das ist ein 6er, den seine Ressourcen sind in Ordnung. Okay, da ist der Feger. Ich kann gar nicht alles wegblitzen. Das macht aber auch nichts. Weil ich brauche vier Blitzzauber. Aber ich habe einen Heilzauber dabei. Ich weiß, ein Heilzauber ist jetzt auch nicht so prickelnd, aber ich habe einen Heilzauber dabei, um meine Hox zu heilen, die ich in der Clanburg hoffentlich habe, weil das auch ein Passspiel ist. Habe ich auch gar nicht nachgeguckt. Ich guck mal, ob wir hier die Hox mal rauslassen. Dann schmeiße ich hier mal einen Heil, den nehme ich mal da so Richtung Magierturm, dass sie wenigstens die Luftabwehr dort bekommen und würde dann letztendlich von hier mit ein paar Ballons reingehen und über diese Flanke hier mit den vielen Drachen. Okay, ein Rathaus 6 gegen die vielen Drachen. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen OP. Und vor allen Dingen räumen hier die Hawks schon so viel ab. Ich habe die Tage schon eine Widerreiterin, eine Wurzelkriegerin hier in der Clanburg gehabt. Die macht auch fast das ganze Dorf. Nur mit sich alleine, je nachdem wie gut es ausgebaut ist. Aber ist schon ziemlich krank, was hier mit den Drachen geht. Klar ist das natürlich auch eine große Verschwendung hier, so mit den Drachen anzugreifen. Da kannst du auch ein bisschen was Größeres angreifen. Aber wir mussten ja für das Clanspiel 3 Sterne bei einem Rathaus Level 6 machen. Und das haben wir damit ganz billig erledigt. Pass ist hier sowieso schon die ganze Zeit durch. Also den brauchen wir wirklich nicht mehr. Und ich baue aber auch exakt so nach. Oh, eine Mille, okay. Eine Mille, das gab richtig was hier im Pott. Sehr schön. Und es gab hier unten auch nochmal schöne Punkte. Bei 1000 Punkte gibt es ja das Clanspiel. Das machen wir. Ein Tag Zeit dafür. Ein Tag Zeit als Rathaus Level X. Und hier unten haben wir halt einen Heilzauber genommen, haben ein paar Hocks genommen und haben Clanspiele gibt 200 Punkte. Ihr seht das so ein bisschen. Muss man natürlich schauen, dass man auch hier unten die Spielchen im Pass macht, aber das geht eigentlich ganz gut. Okay, das ist natürlich das Spiel hier, was mich bei den anderen Accounts schon ziemlich genervt hat. Ich habe schon eine Mauer geschafft. Cool, ne? Eine Mauer schon. Wie habe ich das eigentlich geschafft? Ja, wie konnte ich hier unten eine Mauer schaffen? Gab es echt schon Dörfer, die Mauern haben? Ja, tatsächlich, es gab schon Dörfer, die Mauern haben. Okay, der ist viel zu stark für mich. Der ist viel zu stark für mich. Da müssen wir erstmal hier an der Seite ein bisschen was beseitigen. Und die Bogenschützen hier. Und jetzt habe ich noch 3 Stück. Okay, jetzt habe ich gleich schon 2 Mauern. Wow. Nur noch 998. Ja, das lässt auf jeden Fall auf sich hoffen. Aber wie gesagt, die Ungleichheit hier im Nachtdorf, das ist ja hingehend bekannt, dass ich mit meiner guten Truppe hier so ein Ding nicht schaffe. Und müsste eigentlich auch nur die Meisterhütte machen hier. Mehr nicht. Müsste eigentlich nur die Meisterhütte machen. Setzt natürlich voraus, dass die hier so ein bisschen die Lager schaffen. Einen kann ich da noch verschwenden. Ich muss mal gucken, wo jetzt gleich gesprungen wird. Da wird nicht gesprungen. Ah doch, da wurde gerade gesprungen, glaube ich, ne? Da wurde, glaube ich, gerade gesprungen. Die gehen erstmal auf die Doppelkanone. Der eine geht schon mal auf die Meisterhütte. So geht es hier im kleinen Bereich. Also Kleinvieh macht auch Mist. Meisterhütte auch noch weg. Perfekt. Und ich könnte die Armee auch noch. Oh, nee, sie ist geboostet. Okay, Army boostet. Das kommt noch aus meinem Rathaus. Upgrade, was ich die Tage gemacht habe. Aber ich bin auch jetzt erst zum Aufnehmen gekommen. Wollte euch natürlich unlängst zeigen, dass ich Drachen habe. Und würde mir noch mal Hawks wünschen. Ich gucke mal, ob ich noch welche bekomme in der kurzen Zeit.
damit wir da weiterhin mit angreifen können. Ich mache einen kurzen Cut, bis die Hawks da sind. Bis gleich. Okay, Leute, die Hawks haben den Weg in meine Clanburg gefunden und ich nehme mal einen Achter vor. Der ist noch so 7 maxed, würde ich sagen. Ich habe auch keine Angst vor irgendetwas, auch nicht vor dem King hier. Da könnt ihr ruhig ballern, mal sehen, ob wir mit unseren Hawks denn überhaupt hier irgendwie noch eine Luftabwehr wenigstens schaffen, würde ich sagen. Eine Luftabwehr. Wir gehen mal hier unten rein. Hier ist... Okay, den können wir ganz gefahrlos hier wegmachen. Den Minenwerfer. Und sollen wir vorher checken, ob der Clanburg hat oder nicht? Da kann ich gar nicht vorher checken, glaube ich. Mal gucken. Wir schauen mal. Wir blitzen die hier an, dass hier nicht ganz so viel drauf passieren muss. Und nehmen hier unsere Hawks mal mit rein. Ne, nicht da. Da nehmen wir die Hawks mit rein. Und bringen die mal hier so ein bisschen in Heilung. Mal gucken. Dann nehmen sich schon mal die Luftabwehr vor. Und, oh, das funktioniert noch ganz gut. In Heilung noch den auch noch. Sehr schick. Und, ja, passt, würde ich sagen, Leute. Passt in jedem Fall. Und könnten jetzt eigentlich von hier mit unseren paar Loons reingehen. Ah ja, ich habe ja einen Loon schon verballert. Habe jetzt natürlich keine weiteren Zauber mehr. Ich weiß, wir lassen den King hier hinten laufen, dass meine Drachen hier so ein bisschen in der Base bleiben. Ich zünde ihn auch mal. Man hat direkt mit Level 1 ja schon die erste Fähigkeit. Auch das ist für mich tatsächlich Neuland. Allerdings sind die... Ja, der Feger. Wieso fällt denn der Feger so spät? Na, die pusten mir alles raus. Der pustet mir echt alles raus. Wieso fällt der Feger so spät? Ach, die haben den King da unten gemacht. Okay, die haben den King da unten gemacht. Und jetzt muss es auch dringend auf die Luftabwehr gehen, würde ich sagen, weil die sind doch ganz schön stark gegen meine kleinen Drachis hier. Sieht aber noch ganz gut aus. Und Magierturm ist auch noch nicht so stark ausgebaut. Vor den Tesla braucht niemand Angst haben. Erst recht nicht meine Drachen. Und dann sieht das ganz gut aus. Hier gibt es nur noch ein bisschen Defense. Allerdings der Bogenschützenturm hier schon ein bisschen besser ausgebaut, wenn auch nicht so pralle. Sollte der Drachen aber auch schaffen. Also wir plätten hier schon mal die 8 dafür. Richtig viel Elex. Ich kriege jetzt nochmal den Bonus. Ich habe eben noch den Bonus nochmal rausgeholt aus der Clanburg. Sollte man auch nicht vergessen, dass man das an der Stelle macht. Und dann haben wir auch... Oh, wir haben auch schon wieder ein bisschen Dunkles hier. Mal sehen, was wir gleich noch so leveln können. Ich brauche auf jeden Fall noch die Zauberschüssel. Und damit ich den Wutzauber bekomme und würde natürlich ganz gerne in der im Labor etwas leveln. Das werden die Drachen sein. Die kosten, glaube ich, eine Mille oder 1,2. Sehen wir jetzt gleich. Ja, dann geht das hier eigentlich ganz gut voran. Obwohl, wie gesagt, im Dorf geht es gut voran. Ja, im Clan hier, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, was ich hier mache. Aber ich habe dieses Projekt zugesagt und deswegen spiele ich das Projekt auch mit. Also es gibt natürlich den Vierfach-Sterne-Bonus und der bringt mich richtig, richtig weit. Die können wir auch gleich mal nachtrainen. Und mehr im Pass haben wir jetzt leider nicht geschafft. Ist aber auch nicht so schlimm. Denn wir wollen noch was im Dorf machen. Ich muss hier die Minen und Sammler bzw. die Lagerkapazitäten ausbauen. Das heißt, ich glaube, den konnten wir machen. Und wir konnten auch noch den machen. Ah nee, das war das Ding hier, was wir machen können. Das können wir sogar füllen. Wir haben schon eine Rune. Sehr krank. Und wir wollten die Drachen leveln. Machen wir hier auch. Okay, die gehen jetzt natürlich auf 2 hoch. Ich habe sie jetzt auf 2 nur wegen dem Boost. Und aber dann läuft erstmal das Labor. Läuft auch nur 18 Stunden. Also ist überschaubar. Jetzt gucke ich mal. Ich habe noch 2 Bauarbeiter frei, was wir hier leveln könnten. Wir können noch leveln die Zauberschüssel für den Wutzauber. Den wollen wir haben. Und haben jetzt noch 1 Bauarbeiter frei. Können wir den King schon leveln? Ah, den King können wir noch leveln. Den King können wir noch nicht leveln, außer... Was kostet der Type? Der kostet 5. 4 Stunden. Was haben wir hier noch drin? Wir haben hier... Oh, wir haben hier noch 4.000 drin. Sehr krass, dann können wir den weiter leveln. Dann machen wir hier noch ein paar Mäuerken, würde ich sagen. Erstmal auf den Stand, wo sie schon waren. 4.60, ja. Mach mal. Und nochmal. Ich habe hier noch so ein paar Mauern sind hier leider noch schwarz bei mir. Die muss ich auf jeden Fall wegleveln. Können wir nochmal machen. Nochmal. Ich mache ruhig leer, Leute. Ich weiß, ich kriege heute keinen Bonus mehr, aber ich greife sicherlich hier noch ein bisschen an mit dem Account. Und habe ja noch jetzt gleich keine Bauzeit für Goldsachen oder Elex-Sachen.
Dann machen wir die noch. Na, nee. Das haben wir noch nicht. Dann haben wir die auf den alten bzw. neuen Stand. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwo eine schwarze Mauer habe. Hier haben wir noch zwei Stück. Sehr schön. Machen wir durch. Bis zum neuen Level, würde ich sagen. Und wo haben wir jetzt noch eine Mauer? Ah, hier oben haben wir noch eine Mauer. Zwei sogar. Machen wir gleich zusammen. Oh ne, das ist zu viel. 100.000, warum ist das so teuer? Das muss ich mir erstmal angucken. Das muss ich mir erstmal angucken, Leute. Ich wollte erstmal nur nachleveln hier. Wenn man es übrigens nicht sieht, dann seht ihr es hier, wo man noch billige Mauern machen kann. Mauer, Mauer, Mauern. Kanone, Kanone, Kanone. Town Hall, Kanone, Air Defense, Wall. 5 Stück haben wir noch, okay. 5 Stück haben wir noch nicht auf dem richtigen Level. Die müssen wir zweimal leveln. Dann habe ich die erstmal auf dem vorherigen Level. Ist ziemlich spannend, Leute, weiß ich. Ich weiß, es ist jetzt ultra spannend für euch. Aber so minimalistisch muss ich manchmal hier vorgehen, dass ich hier nichts verpasse oder irgendwie was zu viel verbrate. 2 Stück noch. 1, 2. Und dann noch eine. Da ist sie. Ich habe sie alle gefunden. So. Ich habe sie alle gefunden und jetzt müsste ich eigentlich viele, viele Mauern haben, die ich updaten kann. 152 davon. Und schon ein paar noch. Da fehlen mir eigentlich noch Mauern irgendwie, ne? Ach nee, ich habe ja jetzt schon ein paar Rathaus Level 7 Mauern, stimmt. Jo, so geht's weiter. Wir legen den King hier noch hin. Zack, Bauarbeiter weg. Brauchen sie eh noch ein paar viele, viele Gems. Und 4 Stunden ist mein King dann auch schon auf Level 2. Es geht auf jeden Fall voran. Hier im Clan, ja, sieht's eher mau aus. Wir spielen wieder einen kleinen Clan-Krieg. Und das sind ausschließlich die von oben. Wenn man die von unten hier genommen hätte, in unserem Clan, ich glaube, dann könnten wir hier auch locker eine 20er, 30er spielen. Aber nein, man muss das ja mit den oberen machen. Die sind ja viel besser. Und da findet man ja viel besser Clan-Kriege. Ironie off. Wenn euch die Folge ganz gut gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und auf dem Kanal dranbleiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Euer Toto. Clashed.